Eine der wichtigsten Fähigkeiten, mit Menschen zu kommunizieren, setzt eine andere wichtige Fähigkeit voraus, nämlich den Menschen überhaupt zu erkennen. Wir sind dahingehend von der Natur eigentlich bevorteilt, denn in unserem Gehirn, im Hypothalamus, gibt es eine Region, die sich genau damit beschäftigt, den Menschen zu erkennen. Schade nur, dass wir diese Fähigkeit ein wenig verlernt haben oder sie nicht nutzen, weil wir sie in Zweifel ziehen oder sie als Hokuspokus oder als Intuition abtun. Menschen zu erkennen ist aber genau das Tool, das erfolgreiche Menschen nutzen. Denn der Erfolg gründet sich häufig nur darauf, dass man sich in seiner Situation wiederfindet und genau weiß, wie ein anderer tickt. Erfolgreich sein heißt also auch, andere zu kennen, nicht nur sich selbst. Eine der besten Methoden, wie ich finde, Menschen zu erkennen, ist natürlich aus meiner Sicht das Gesichtlesen. Denn im Gesichtlesen spiegelt sich der Mensch wider. Dort finden wir seine Emotionen, seine Gefühle, aber auch seine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit herauszufiltern aus einem Gesicht mag aufwendig sein, und doch gibt es sogenannte Abkürzungen. Hilfen, wie wir ganz schnell einen Mensch erkennen können. Wie ich finde, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist das Lesen der Gesichtsformen. Diese Technik ist 3000 Jahre alt. Sie geht zurück auf die ältesten chinesischen Schriften über das Gesichtlesen und wurde dort schon vor 3000 Jahren in Schulen gelehrt. Übrigens auch im Griechenland des Aristoteles. Jedoch sind diese Kenntnisse verloren gegangen. Die chinesischen Gesichtsformen sind auch für unsere Zeit passend, denn sie beschränken sich nicht auf das profane Knochen vermessen. Gesichtlesen, Gesichtformen lesen hat nichts mit Schädelvermessung zu tun, sondern es beschreibt die Form eines Gesichtes von außen, und dazu gehört eben nicht nur der Knochen, sondern auch ein Bart möglicherweise oder die Hautstruktur, die sich verändert. Auch das sagt etwas über einen Menschen. Ausgangspunkt sind immer ein rundes oder ein ovales Gesicht, das wir bei der Geburt haben. Später verändert sich diese Gesichtsform aufgrund unserer Lebensweise und auch unserer Einstellung. Ich bin Eric Standup, Gründer der Face Reading Academy. Ich habe diese Technik des Lesens der Gesichtsformen in Hongkong erlernt bei meinem chinesischen Lehrmeister. Es ist Teil des großen Kunstwerkes Xiangmian, des Lesens von Gesichtern nach der chinesischen Lehre, in diesem Fall nach einer südchinesischen Lehre. 30 Gesichtsformen, möglicherweise sogar ein wenig mehr, geben Auskunft über das Wesen, die Persönlichkeit eines Menschen. Es ist der schnelle Zugang, um einen Menschen kennenzulernen. Und zwar auf eine andere Weise, die eben nicht nur abhängig ist von Worten, die ein Mensch vor einem zelebriert, einem liefert, sondern auf eine Weise, die der Mensch möglicherweise gar nicht so schnell mitteilen würde, denn er drückt sich eben auch über sein Gesicht aus. Das Erkennen einer Gesichtsform in einem Menschen gibt uns Zugang zu diesem Menschen. Das heißt, wir wissen besser, wie wir mit ihm umgehen sollen. Wir erkennen seine Hintergründe, seine Persönlichkeit und haben möglicherweise dadurch einen großen Vorteil, wenn wir uns ihm nähern wollen. Vergessen wir nicht, alles in unserem Leben hat auch mit Menschen zu tun. Wenn wir nicht als Eremit in der Wüste leben, treffen wir ständig auf Menschen. Und diese Menschen genauer zu kennen, ist von unschätzbarem Vorteil. Erfolgreiche Menschen wissen, wie man Menschen liest. Gesichtleser wissen das auch. Und eines der Techniken, die erfolgreiche Gesichtleser nutzen, ist genau diese Technik. In 2-3 Minuten bekommst du so viele Informationen alleine über die Gesichtsform, dass du diesem Menschen sehr viel näher bist, so als ob du ihn möglicherweise schon Jahre kennst. Das Lesen der Gesichtsform ist deshalb ein gutes Mittel für erfolgreiche Menschen, auch für Experten, um einen besseren Einblick in ihre Umgebung und in Menschen in ihrer Umgebung zu gewinnen. Ich habe deshalb meinen Online-Kurs für euch zusammengestellt. In meinem Online-Kurs über die 3 häufigsten Gesichtsformen in der westlichen Welt, also in unserer Umgebung, lernen wir die 3 häufigsten Gesichtsformen kennen, die uns begegnen. Dieses Wissen macht dich zum Menschenkenner, es macht dich zum Experten, es macht dich zum erfolgreichen Menschen, denn du kannst dieses Wissen in der Liebe anwenden, im Beruf, in der Partnerschaft, in der Familie, tagtäglich, selbst mit dem Menschen, der dir um die Ecke begegnet. Du hast bereits nach 2-3 Minuten zahlreiche Informationen über diesen Menschen. In diesem Online-Kurs stelle ich dir die 3 häufigsten Gesichtsformen vor
Und als Bonus gibt es ein E-Book, in dem ich alles nochmal zusammengefasst habe, sowohl schriftlich als auch inhaltlich, auch ausgestattet mit vielen Bildern, die dir das Lernen der Gesichtsformen vereinfachen. Starte jetzt den Online-Kurs. Lerne die Gesichtsformen und werde Gesichtleser.